Warum wir heute in einem Boxclub sind, das erfahren Sie gleich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Erst einmal herzlich willkommen zum Culture Club. Wir starten unsere Sendung heute mit einem Literaturtipp, und zwar dem Krimi Champagnergrab von Guido Büttgen. Mehr zum Buch erfahren Sie jetzt. Guido, das Boxwerk hier, was hat es eigentlich mit deinem Krimi Champagnergrab zu tun? Eine ganze Menge. Also gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Also zum einen spielt die Geschichte tatsächlich auch im Boxwerk. Also das Boxwerk ist eine Location, die sich wie so ein roter Faden durch die verschiedenen Folgen zieht. Dann habe ich das Boxen mit meinem Protagonisten gemeinsam. Also ich trainiere hier auch selbst. Und Matzen, der Kriminalrat in meinen Büchern, der ist auch selbst Boxer. Wir hatten eine tolle Premierenlesung hier. Das hat natürlich auch gut gepasst. Und das ist für euch, glaube ich, als Münchner Sender interessant. Das ist eine ganz historische Stätte, denn das ist der Original-Boxring von 1972 von den Olympischen Spielen. Also das bietet sich natürlich an, dass man dann jetzt auch das Interview hier führt. Ich möchte mit dir auch ein bisschen über deinen Protagonisten sprechen. Mats Madsen, was ist er für ein Typ? Das ist ein ganz unorthodoxer Ermittler, also gar kein Kommissar, wie man ihn sich so üblicherweise vorstellt. Er trägt so ein psychologisches Päckchen mit sich rum, was man weiß, wenn man die Bücher gelesen hat. Und er ist einfach ein Typ, der so oft gegen Konventionen verstößt. Also er trägt Lederklamotten, er fährt mit einer Harley zum Einsatzort statt mit dem Polizeiwagen, was ihm eigentlich alle empfehlen. Und er hat auch so einen tiefschwarzen Humor, ist sehr ironisch. Äußert sich auch mitunter auch am Tatort oder beim Fund einer Leiche, wo manche Leute schlucken und sagen, so kann man doch nicht reden. Aber er verstößt einfach gern gegen Regeln, ist aber trotzdem ein toller Polizist und hat eine tolle Aufklärungsrate. Champagnergrab ist ja jetzt auch schon der dritte Teil dieser Bücherreihe. Magst du mir ein bisschen mehr über die Bücherreihe erzählen? Um was geht's da ganz genau? Also jedes Buch hat in sich eine eigene geschlossene Handlung. Die unterscheiden sich auch sehr stark. Beim ersten ging es so ein bisschen um illegale Bärnackelfights, also so Hinterhofkämpfe, die die Reichen veranstaltet haben und darauf gewettet haben. Beim zweiten Buch ging es so ein bisschen um Erotikportale im Internet und die Gefahren dieser Anonymität. Und jetzt hier im dritten Buch ist es der rote Faden, der sich da durchzieht, ist so ein bisschen die Selbstjustiz oder die Hilflosigkeit der Bevölkerung gegenüber manchen Entscheidungen. Und jedes Buch funktioniert an sich. Also man muss auch nicht alle drei gelesen haben, aber es macht natürlich auch Sinn, wenn man direkt mit dem ersten anfängt, weil das so eine kontinuierliche Entwicklung auch der Protagonisten ist. Die verändern sich natürlich auch im Laufe von drei Büchern ein bisschen. Da ging es ja dann los mit Champagnerblut, dann Champagnertod, jetzt Champagnergrab. Warum haben deine Bücher auch diese Namen? Wir haben direkt von Anfang an tatsächlich mit dem Verlag zusammen schon an eine Fortsetzung gedacht. Also das war schon Bedingung beim ersten Titel, dass man überlegt hat, kann man den fortführen? Champagnerblut passte natürlich zu diesen Bärnackelfights der Reichen ziemlich gut. Also die saßen da mit ihren Champagner, während die armen Kerle sich im Ring da die Köpfe eingeschlagen haben. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Und dann haben wir gesagt, nach Blut käme dann der Tod und nach dem Tod kommt das Grab. Und das Schöne ist, man kann es auch, das ist jetzt natürlich aus Marketing-Sicht ganz interessant, schön zusammenfassen, das ist die Champagner-Trilogie. Das ist so ein schön greifbarer Name. Und wie bist du da so auch auf die Idee gekommen, mit dem ersten Buch zu starten? Der Witz ist eigentlich, dass das dritte Buch jetzt, das war eigentlich mein allererstes Manuskript. Also das war die erste Buchidee, die ich jemals hatte. Die war aber damals, als ich sie im Manuskript geschrieben hatte, noch viel zu lang, über 1000 Seiten. Dann hat der Verlag gesagt, das ist viel zu langatmig. Du schreib da nochmal was Neues und leg das irgendwie direkt kürzer und knapper an. Und dann habe ich eigentlich Champagnerblut, will nicht sagen als Auftragsarbeit, aber auf Wunsch des Verlags geschrieben. Aber dieses alte Manuskript, das hatte ich natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf, weil ich die Geschichte nach wie vor toll finde. Und jetzt hatte ich ja die Erfahrung von zwei Büchern und jetzt habe ich die Geschichte dann komprimiert, überarbeitet, gekürzt. Und deswegen ist das für mich auch ein ganz besonderes Buch jetzt, das dritte, weil es eigentlich der Abschluss dieser literarischen Reise ist, weil es meine erste Buchidee war. Und wie inspirierst du dich da beim Schreiben? Eigentlich durch die Realität. Also ich bin da so ein bisschen der Meinung, wie auch bei Comedy-Programmen zum Beispiel, je näher die eigentlich am Alltag sind und je näher man sich da oft wiederfindet und sagt, Mensch, genau das ist mir erlebt oder das kenne ich, umso eindrucksvoller ist das Erlebnis eigentlich. Und ich glaube, das ist bei Krimis auch so. Die können natürlich auch mal ganz abstrakt irgendwo sein, aber ich finde, wenn es dein Umfeld ist und wenn es Dinge sind, die du aus deinem Leben kennst, dann berührt dich so ein Buch auch viel mehr, dann fieberst du auch viel mehr mit. Aber es ist auch unglaublich viel Recherchearbeit, so ein Buch, oder? Ja. Also es ist einfach so,
gerade Regionalkrimis, wobei ich diesen Begriff eigentlich sehr ungern mag, weil das hat immer so was Abwertendes. Und eigentlich ist ja jeder Krimi ein Regionalkrimi, weil jeder spielt irgendwo. Kann ja nicht alles in New York oder in Berlin spielen. Da sind die Leute schon empfindlich, wenn du Dinge falsch darstellst. Also wenn du da irgendwie sagst, weiß ich nicht, die Telefonzelle steht auf der Kreuzung und sie steht aber in Wirklichkeit auf der Kreuzung, dann kannst du sicher sein, dass nach der Veröffentlichung einer sich beim Verlag meldet oder an die Presse geht und sagt, das ist totaler Quatsch, die steht ja ganz woanders. Und deswegen ist Recherche einfach wirklich wichtig. Und es macht auch Spaß. Das ist ja was Schönes am Schreiben, dass du hinter Kulissen gucken kannst, wo du sonst nie einen Blick hinterwerfen kannst. Jetzt ist ja das Boxwerk hier ein Teil des Buches, aber es gibt auch andere Orte, die noch mit dabei sind. Welche kennen wir da noch? Ich versuche ja mal welche zu finden, die ihr noch nicht kennt. Das finde ich ja das Reizvolle. Ja. Also zum Beispiel im letzten Buch, da haben Szenen gespielt in dem Bunker im Aukio-Gelände in Kerschlach. Und das kennt eigentlich fast keiner, aber das ist ein altes Warnamt mit einer kompletten Bunkeranlage unten drunter. Und wenn man sowas schreibt und die Leute dann hinterher sagen, Mensch, Wahnsinn, wusste ich gar nicht, dass es das gibt und kann man auch besichtigen, dann freut mich das immer total. Und insofern suche ich also nach Orten, die auf der einen Seite attraktiv sind, die man sich auch angucken kann, wenn man Lust hat, und die aber vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Auch der Starnberger See ist mit dabei, oder? Der ist auf jeden Fall welche immer dabei. Welche Orte da? In der Regel eigentlich eher das Westufer, das heißt Starnberg, zieht sich dann runter bis nach Tutzing, Kerschlach, aber es passieren auch Dinge auf der anderen Seeseite. Aber er bleibt schon ziemlich im Starnberger See und in München, eben wie zum Beispiel das Boxwerk. Er fährt dann nach München zum Trainieren und schaut, dass er hier den Kopf frei kriegt dann. Du hast auch gerade schon erzählt, also der Mats Madsen boxt, du selber hast auch geboxt. Mhm. Was gibt es da für Parallelen mit dir und Mats Madsen? Ja, das fragen die Leute natürlich oft. Hast du was mit dem Kommissar gemeinsam? Ja. Und es ist eben natürlich so, gerade wenn man als Anfänger ein Buch schreibt, dass man sich an Dinge rantastet und natürlich sich erstmal auf einem sicheren Terrain fühlt, wenn man über Dinge schreibt, die man selbst kennt. Und deswegen sind da schon einige Dinge, die Madsen hat, die mir auch sehr am Herzen liegen oder die ich kenne, eben das Boxen, da wo er wohnt, seine Herkunft aus Hamburg, da habe ich vorher auch gewohnt, das Motorradfahren, das sind alle Dinge, die er auch mit mir gemeinsam hat. Und im Laufe der Zeit, wenn du sicherer bist als Autor, dann fängst du auch an, abstrakter zu werden und auch über Dinge zu schreiben, die du gar nicht so kennst. Aber dann hast du den Mut dazu. Und nochmal zu dir, Guido, warum bist du eigentlich Autor geworden? War das schon immer so dein Traum? Ja, mich hat Schreiben immer schon fasziniert. Ich komme aus der Werbung und den Umgang mit Sprache, den fand ich immer schon faszinierend. Ich arbeite wahnsinnig gern mit tollen Textern zusammen, weil ich es fantastisch finde, was die aus der Sprache rausholen. Und irgendwann war dann auch der Wunsch, tatsächlich mal da selbst was zu schreiben. Und so ein Buch ist halt auch was Bleibendes. Die Vorstellung, dass die Kinder von meinen Kindern, vielleicht ihren Kindern irgendwann mal zeigen, schau mal, das hat dein Urgroßvater gemacht, das fand ich toll. Also was Generationen überdauert. Das war so ein bisschen der Anlass. Ja, und das ist ja auch viel Arbeit, so ein Buch. Wie lange schreibst du an so einem Buch? Also in der Regel ungefähr 2 Jahre. Im ersten habe ich länger geschrieben, weil das Manuskript auch viel länger war und weil ich weniger Erfahrung hatte. Inzwischen brauche ich so ungefähr 2 Jahre. Also ganz grob Vierteljahr Recherche, ein Vierteljahre Schreiben und ein halbes Jahr dann das Feintuning zum Schluss mit dem Lektorat. Und wie geht's weiter? Ist die Geschichte jetzt abgeschlossen oder könntest du dir vorstellen, irgendwie auch noch ein viertes Buch zu machen? Ich könnte es mir vorstellen und an der Fantasie mangelt es auch nicht. Und ich ende auch in der Regel bei jedem Buch immer so, dass ich mir noch eine Hintertür offen lasse, ohne jetzt zu spoilern. Aber es kommt niemand Wichtiges um. Das heißt, ich könnte weiterschreiben. Mir fehlt einfach so ein bisschen die Zeit dazu, muss man sagen. Also in der Werbung arbeitest du halt leider sehr zeitintensiv. Und dann wirklich jede freie Minute, jedes Wochenende, jeden Feiertag, jeden Jahresurlaub, alles dem Schreiben zu widmen, das ist natürlich schon viel Arbeit nebenbei. Aber spätestens, wenn ich pensioniert bin, könnte ich mir vorstellen, weiterzuschreiben, aber dann vielleicht mal ein anderes Thema. Du hältst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. Vielen lieben Dank dir für den Einblick ins Buch. Sehr gerne. Danke dir fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Nach einer ganz kurzen Pause geht's für uns in die Galerie All You Can Art. Also bleiben Sie dran.
Kunst so einfach wie möglich für alle Menschen zugänglich machen und Hemmschwellen abbauen. Das alles will All You Can Art. Claudia Scholz hat das Projekt 2010 ins Leben gerufen, damals noch als Online-Galerie. Im letzten Jahr ist sie dann mit ihrer ersten Galerie vor Ort in der Maxvorstadt an den Start gegangen. Auch in diesem Jahr ist einiges geplant. In der neuen Ausstellung haben wir uns jetzt für sie umgeschaut. Ein Raum voll mit Porträtarbeiten des Schauspielers Milan Peschel. Das Zimmer eine einzige Installation. Das ist aber nur ein kleiner Teil der neuen Ausstellung Life is an Adventure, Let's Take Risks in der Galerie All You Can Art. Das Leben ist ein Abenteuer und diese Ausstellung ist bewusst diesem Lebensmotto, sage ich mal, gewidmet, weil wir Deutschen sind ja sehr bekannt dafür, alle Versicherungen abzuschließen. Wir sind das Volk der Versicherungsnehmer. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit finde ich es gut, wo die Stimmung gerade so ein bisschen verhalten ist, auch mal wieder sich zu erinnern, es ist unser Leben, wir möchten auch mal wieder ein bisschen Abenteuer haben, Fenster aufreißen, bisschen Wind durchwehen lassen. Eine Ausstellung mit vielen farbenfrohen Bildern, die daran erinnern soll, lebenslustig zu sein. Auch die Künstlerinnen Nena Czermak und Diana Alexandra Korn stellen ihre Werke aus. Ich versuche eben mit dem Einsatz unterschiedlicher Materialien Diversität ins Spiel zu bringen und zu zeigen, dass wir alle hier eine Berechtigung haben und wir alle miteinander in Liebe leben sollen. Diana Alexandra Korn zeigt einen Spiegel, der zum Nein-Sagen anregen soll. Ihre Kunstwerke beschäftigen sich mit der Reflexion des Lebens. Diese Ausstellung zeigt natürlich auch ein Stück an Lebensfreude und Glücklichsein. Und zum Glücklichsein gehört natürlich auch dazu, dass man Negatives im Leben einfach mal auf Seite schiebt und sich mit Positivem beschäftigt. Und das kann man natürlich auf der einen Seite durch buntes, kreatives, schönes schaffen, aber auch hier bewusst Dinge Negatives abzustreiben, um einfach zu sagen, okay, ich bin glücklich, indem ich mich eben nicht mit solchen negativen Themen beschäftige. Einige Kunstwerke in der Ausstellung können mit einem QR-Code sogar lebendig gemacht werden, visuell, aber auch hörbar. Mit ihren Ausstellungen will Claudia Scholz alle Menschen ansprechen. Jeder kann in die Galerie kommen und die Werke individuell für sich interpretieren. Ich möchte, dass man den Eindruck hat, man kann die Galerie betreten, ohne Hemmschwellen zu haben. Kunst ist für alle da. Kunst soll Freude machen, Kunst soll Spaß machen. Das ist die Philosophie der Galerie. Und das finde ich nach wie vor wichtig. Und das ist eben auch ein Element, was in dieser Ausstellung einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Bis zum 6. Oktober gibt es die Werke der verschiedenen Künstlerinnen und Künstler in der Galerie All You Can Art in der Theresienstraße zu sehen. Das war's mit dem Culture Club für heute. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Machen Sie es gut.